Ich glaube, bei Männern ist die Schwäche für eine Frau größer als die Schwäche, obwohl. Oh, das ist sexy. Hallo zusammen, wir betreten gerade gemeinsam eine Schule, denn wir lernen heute etwas über Frauen. Zumindest hoffe ich, wir über uns, und vor allen Dingen ist dieses Video für die Männer gedacht. Es geht nämlich um die meistgestellten Fragen, was Männer an uns Frauen nicht verstehen. Dazu befrage ich heute einige YouTube-Kolleginnen von mir. Und los geht's mit den meistgestellten Fragen. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: Warum müssen Frauen immer allem auf den Grund gehen? Also, wir sind ja von Haus aus sehr, sehr neugierig, ne? Naja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? Hey, ich kenne die Antwort nicht, Chrissy. Ich weiß nicht, ich glaube, wir machen das im Unterbewusstsein schon. Wir müssen alles wissen. Und ich meine, wenn ein Mann uns schon gehört, dann müssen wir natürlich mal alles wissen. Anders geht's nicht. Warum dürfen Frauen in der Beziehung immer über andere Männer schwärmen, und wenn wir mal über ein Mädchen reden, das so ganz nett ist, dann gibt es direkt Ärger? Als Frau sieht man einfach die anderen Frauen als Rivalinnen. Ja, wir sagen das natürlich nur, weil wir die Aufmerksamkeit vom Mann haben wollen. Also wir wollen dann einfach nur hören, so, oder hey, Schatz, also ich bin der Beste, ich liebe dich. Und die Männer, die sagen das ja wirklich, und die meinen das auch so, aber wir wollen den Mann nur eifersüchtig machen. Wir möchten es einfach nicht so gern hören. Also wenn wir selber sagen, ist es okay, wenn wir sagen, boah, voll die geile Bitch. Er hat das nicht zu sagen, er hat mich geil zu finden. Was will er denn die andere geil finden? Nein, Mann. Aber wenn das zum Beispiel unser Mann sagen würde, hätten wir sofort einen Hintergedanken, dass er die anscheinend hübscher findet als uns. Aber er hat keine gut zu finden. Oh, Gerechtigkeit von Leib. Weil Männer mit dem Schwanz denken und Frauen eben halt nicht. Warum sagen Frauen ja, obwohl sie nein meinen? Ich glaube, wir sind uns sehr unsicher. Wir wollen dem Gegenüber das Gefühl geben, es ist alles in Ordnung, und überlegen uns das am Ende doch anders und hoffen einfach, dass der andere Gegenüber das versteht. Das ist einfach Grundprinzip der Frau. Ich weiß auch nicht. Das ist genauso wie mit links und rechts, wo dann links eigentlich rechts heißt und rechts eigentlich links. Weil wir in dem Moment einfach empfinden, dass dein Mann selber darauf kommen soll. Ja, weil wir eigentlich nie wissen, was wir genau möchten. Und deshalb einfach mit Nein antworten, aber möchten, dass die Person, die wir lieben, dann weiß, was man aber wirklich will. Deshalb antworten wir dann halt auch immer das Gegenteil, nach dem Motto, ja, ja, ist gut. Na, so, damit er selber darauf kommt. Warum geben Frauen sich so unglaublich viel Mühe beim Make-up und Styling, wenn sie eigentlich doch immer nur hören wollen, dass sie ungeschminkt am schönsten sind? Also, wir schminken uns ja sehr, sehr gerne, weil wir es ja für uns machen. Ne? Ich laufe immer nur ungeschminkt rum. Ja, ich sehe es. Also, bei uns Frauen ist es auch so, dass wir uns sehr, sehr gerne einfach hübsch machen. Ich denke mal einfach, man möchte sich auch für sich wohlfühlen und nicht nur für den Freund. Wenn man dann nach Hause kommt und sich abschminkt und dann mit dem Freund einen Film gucken kann, ist das ja eine schöne Sache. Aber ich persönlich zum Beispiel, wenn ich rausgehe, dann möchte ich mich für mich schön fühlen und ich fühle mich einfach mit Schminke wohler. Ich glaube, wir gefallen den Männern auch ungeschminkt oder nicht so sehr aufgedonnert ganz gut, aber die Konkurrenz, ich glaube, wir denken an die Frauen, also die Konkurrenz. Wo wir uns meistens denken, die sieht viel geiler aus als ich, die hat eine schönere Nase und so weiter, und wir möchten halt dem Ganzen noch ein bisschen nachhelfen, ne? Und die Männer, die verstehen das auch nicht so, dass die Frauen, die auch geschminkt sind, ja, dass sie tatsächlich was drauf haben. Die denken immer, boah, die sind voll natürlich. Ja, Scheißdreck, die sind natürlich auch geschminkt. Aber natürlich ist es super, super wichtig, dass dir der Mann sagt, ungeschminkt siehst natürlich am allerallerschönsten aus, weil es einfach dazugehört. Du bist vor dem Partner einfach offen, du bist ganz du selbst, du bist oft ungeschminkt und du möchtest einfach das Gefühl haben oder von ihm hören, dass er dich einfach so mag, wie du bist. Wenn der Mann sagt, oh, du siehst ungeschminkt viel hübscher aus, ja, das möchte ich, also bitte Leute, ne, wenn du der sabbernd morgens da liegst auf deinem Kopfkissen, ja, die Haare total zerzaust, die Augenringe des Todes, ja, dann ist es doch völliger Bullshit, wenn der Mann sagt, oh, du siehst ungeschminkt voll hübsch aus und voll natürlich und ich stehe auf natürliche Frauen, und dann liken sie im nächsten Moment wieder ein Bild von irgendwie so einer Megan Fox, die schon, keine Ahnung, 1000 Schönheits-OPs hat, müsst ihr mir was weismachen von Natürlichkeit? Nee. Warum gibt es immer Ärger von den Mädels, wenn wir Jungs ein Foto auf Instagram oder Facebook von einem anderen Mädchen liken? Es kommt darauf an, wer geliked wird. Also ich habe zwar keinen Freund, aber ich versuche mich jetzt da rein zu versetzen. Es kommt darauf an, wenn es eine gute Freundin ist, ist es kein Problem, oder ein
die Cousine oder sonst irgendwas. Bei dem Liken von Bildern ist es auch wieder so, dass wir sofort einen Hintergedanken haben. Wir wissen ja nicht so, bei den ganzen Social-Media-Sachen wissen wir gar nicht, was geht da eigentlich dahinter vor. Also ob man die Person schon länger kennt oder, ja, keine Ahnung, ob der Mann halt einen Hintergedanken hat. Also wenn mein Partner jetzt ein Facebook-Bild einer anderen liken würde und sie wäre eine ganz gute Freundin von uns, dann wäre es natürlich vollkommen in Ordnung. Aber irgendwelche fremden Weiber, ich weiß nicht. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, das ist respektlos gegenüber mir. Wir möchten es halt einfach nicht so gern sehen, wenn anderen Frauen von unserem Mann Komplimente gemacht werden. Weil wir die Einzige sein möchten, die diese Komplimente erhält. Vertrauen ist ja immer da. Aber man möchte immer die Schönste und die Tollste einfach für den eigenen Mann sein. Und des Weiteren macht mich sowas aggressiv. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass die Meinung von den Frauen in diesem Video natürlich nicht für alle Frauen gelten. Deswegen habt ihr jetzt die Aufgabe, die gleichen Fragen in den Kommentaren zu beantworten. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und ein Riesendank an alle, die in diesem Video mitgemacht haben. Checkt doch mal die Seiten von diesen schönen Frauen aus und natürlich auch von den tollen Herren. Alle Kanäle verlinke ich euch in der Infobox. Und die liebe Soraya hat zeitgleich auch so ein Video gemacht. Also vergesst nicht, einen Besuch bei ihr abzustatten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, eure Chrissy.